Hallo ihr Lieben, es ist Dienstag, der 28. glaube ich. Jo. Die neue Vlogwoche hat begonnen, beziehungsweise geht meine Vlogwoche ja jetzt immer 2 Wochen, um den Druck für mich ein bisschen rauszunehmen. Und Grund dafür habe ich euch im letzten Vlog erzählt, der ja jetzt Lesen, Schreiben, Quatschen heißt. Ich freue mich total auf das Format, finde es auch sehr witzig für mich so, unabhängig von eurer Wahrnehmung. Und ja, macht mir zurzeit wieder viel Spaß, diese Schnipsel zu drehen und euch ein bisschen mitzunehmen, was ich so tue. Und nicht nur, was habe ich für 10 Bücher gelesen, davon abgesehen, dass ich zurzeit kaum lese. Aber gut, eins nach dem anderen. Auf jeden Fall habe ich den Faden verloren. Das ist unfassbar. Ich habe gestern auf jeden Fall meine Rohfassung beendet. Ich weiß gar nicht, wie ich anfange. Ich bin so aufgeregt. Ich bin seit gestern drehe ich irgendwie frei. Also es war ja am Samstag, am Sonntag, war es abzusehen, dass ich bald meine Rohfassung beende. Zum ersten Mal habe ich ein Schreibprojekt durchgezogen. Und es war wirklich unglaublich, als ich gestern das vorletzte Kapitel beendet hatte. Und ich wusste, das letzte Kapitel steht an. Ich hatte es auch gar nicht so lange geplant. Das ist halt ein Kinderbuch. Es war das Abschlusskapitel, was alles nochmal so ein bisschen rund gemacht hat. Dass es dann irgendwie doch 1400 Wörter hat, das war so nicht geplant. Aber gut, es ist okay. Es ist okay. Es ist rund und es ist schön. Und es ist auch ein bisschen emotional und es ist schön. Ich fand es schön. Und ja, aber es hat mich gestern echt wie so eine Keule getroffen. Du hast jetzt gleich dein Buch fertig. Und ich habe echt geheult und irgendwie nicht nur vor Freude. Ich war irgendwie so stolz, dass ich dieses Projekt durchgezogen habe. Ja, man muss echt sagen, ne? Weil es ist so ein bisschen eine Diskrepanz. Ich meine, wer von uns Buchratten möchte nicht irgendwann mal ein Buch schreiben? Ja, Hand hoch. So. Und es ist aber so ein bisschen eine Diskrepanz von, ich würde gerne Autor werden. Ich stelle mir das schön vor. Und ich setze mich tatsächlich hin und erdulde den Prozess, was nicht nur was mit Erdulden zu tun hat. Also für mich hat das Planen und Schreiben sehr viel Spaß gemacht, aber es ist auch diese Geduldssache. Ne? Also es hat ja jetzt von der Planung bis zur Fertigstellung insgesamt 3 Monate gedauert. Ich meine, wenn ich jetzt die Wochen abzähle, wo ich gar nicht an dem Buch gearbeitet habe, weil der Dezember ganz schön stressig war, da habe ich bis jetzt 2 Monate gearbeitet und das auch nicht jeden Tag, ne, aber so in etwa, um sich das mal zeitlich vorzustellen. Und aber diese Geduldsfrage, ne, sich im November darauf einzulassen, an einem Projekt stetig zu arbeiten, ohne A zu wissen, ob es gut wird, ohne zu wissen, ob es fertiggestellt wird und, was ich ja immer noch nicht weiß, ob es irgendein Markt mal haben möchte, das ist halt irgendwie schon, ja, das war für mich spannend und ich bin kein Geduldsmensch. So, und da bin ich auch noch Perfektionist. Das heißt, ich renne eigentlich lieber vor Sachen weg, weil ich Angst habe, sie. Ich habe die ganze Zeit mit einer Büroklammer gespielt. Heute habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie ein bisschen ADHS-Kind. Ja, also bei Perfektionisten kann es passieren, dass sie lieber eine Aufgabe gar nicht machen, als aus Angst, sie zu machen und dass sie nicht gut wird. Ja, und sich dann trotzdem irgendwie auf diese Sache ganz geduldig und demütig einzulassen. Es ist irgendwie, es ist eine große Sache. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange darüber reden, aber ich bin aufgeregt. Es ist aufregend. Es ist sehr spannend für mich. So. Ja, und ich freue mich. Und das Ding ist fertig und es fühlt sich super gut an. Genau. Die nächsten 2 Wochen werde ich mit Schleifen zubringen. Ich habe heute früh schon ein bisschen meine Zettelage sortiert. Ich habe ja immer, wenn ich irgendwelche Einfälle hatte, das auf allen möglichen noch Zetteln draufgeschrieben und in meinem Skript rumgemalt. Und dann habe ich manchmal unterschiedliche Speicherstände, weil ich quasi schon das Endergebnis, die Endfassung eines Kapitels abgespeichert habe und das dann nochmal mit meinem Freund besprochen habe. Und dann, so, ich habe mich um alles gekümmert. Also heute Morgen ist alles ordentlich abgeheftet, sortiert. Und ich habe angefangen, mir eine Liste zu machen mit Dingen, die mir aufgefallen sind, auf die ich jetzt auf jeden Fall durchachten muss beim Überarbeiten. Und ich habe mir auch eine Charakterliste angelegt. Ich hatte nämlich vorher so Charakterbogen, also ich hatte schon die Charaktere zusammen, die ich für mein Buch brauche.
Aber es hat sich zum Beispiel ergeben, dass ich im Laufe des Schreibens Statisten erfunden habe, die halt einen Namen brauchten. Und ich glaube, zwei dieser Statisten sind zu Nebencharakteren geworden, die ich halt gar nicht geplant hatte. Und manche Charaktere, ich sag mal Erwachsene, hatten in meiner Planung zwar einen Nachnamen und natürlich auch ein Profil, aber sie hatten keinen Vornamen. Und aber wenn sich Erwachsene unterhalten, dann sprechen sie sich ja auch mal mit dem Vornamen an, was ich nicht bedacht habe, weil es ein Kinderbuch ist. Und ich gehe jetzt einfach nicht weiter ins Detail, aber es existieren zig Zettel mit solchen Informationen und da habe ich einfach mal heute Morgen auch noch eine komplette eine Tabelle angelegt, wo ich sortiert habe in Kategorien alle Personen, und wenn ich mich mit der Rohfassung beschäftige, werde ich dort auch nochmal eintragen, welche Informationen habe ich denn im Laufe des Schreibprozesses dort mir ausgedacht. Weil ich habe ja, als ich das Band 1 geplant habe, habe ich ja schon Plot-Ideen für die nächsten 6 Bände entwickelt, und wenn halt dieses Buch gekauft werden sollte, dann wird es sicherlich eine Reihe, und dann werde ich diese Informationen noch brauchen und möchte sozusagen nicht wegen einer Haarfarbe nochmal das ganze Buch durchblättern müssen. Jo, wahnsinnig spannend. So, ich höre jetzt auch auf zu reden. Ihr werdet zum Schreibprozess eventuell in diesem Vlog nicht ganz so viel von mir hören, weil alles, was ich euch sagen kann, ich habe Kapitel 1 bis 5 überarbeitet, ich bin bei Kapitel 15 oder was auch immer. Ich denke, das ist nicht so fürchterlich spannend. Das heißt, die nächsten Schnipsel werden sich wieder mit dem Thema Lesen von Büchern beschäftigen, auf was ich mich auch schon freue. Und was ich aber zurzeit immer erst irgendwie ab 21 Uhr abends mache, weil der Schreibprozess ist für den Kopf, also war für meinen Kopf ganz schön anstrengend, davon abgesehen, dass ich ja irgendwie noch hauptberuflich Lehrer bin. Aber das hat mich tatsächlich so ausgelaugt, dass ich meistens keine Energie zum Lesen hatte. Was ich schade fand, aber ich glaube, jetzt bei den Korrekturen wird sicherlich mehr Leseenergie anfallen. Ihr werdet es im nächsten Schnipsel sehen. Ich freue mich schon auf die Woche. Ich gehe jetzt in die Schule und wir sehen uns später wieder. Bis dahin. Hallo ihr Lieben, sexy, ich weiß. Wir haben es Montagmorgen, mittlerweile sozusagen eine Woche später. Ich bin frisch geduscht und revitalisiert. Und ich sitze hier auf meiner Couch mit allerlei Dingen, um die ich mich heute noch kümmern möchte. Ich habe mir das mit der Kamera in der Hand nicht so gut überlegt. Irgendwann tut die Arme weh. Gut, machen wir es mal so, wa? Ich hatte eine schöne Woche. Nach dem phänomenalen Start habe ich die ersten 9 Kapitel vom Kinderbuch Korrektur gelesen. Das lief soweit ganz gut. Ich glaube, ich habe 1 oder 2 Kapitel, die jetzt ein paar weniger Wörter haben, und ansonsten haben alle zugelegt. Und ja, macht mir super Spaß. Ich hatte ursprünglich Angst vor dem Korrekturprozess, weil ich dachte, oh, da stellst du fest, dass dein ganzes Buch scheiße ist, so, ne? Aber nee, ich bin immer noch von dem Konzept überzeugt. Und ich lese das total gerne. Ich lese es mir immer laut vor. Und es geht ein bisschen schneller, als mir das mit Word vorlesen zu lassen. Es dauert ja ewig. Und ja, total, total fetzig. Ich liebe es. Genau. Und ja, ansonsten war relativ wenig Lesezeit. Ich habe gestern zum Sonntag 2 Hörbücher beendet. Und ansonsten ist die ganze Woche nichts passiert. Ich sag auch gleich noch, warum. Die Hörbücher waren zum einen, Du musst nicht von jedem gemocht werden, ein grandioses Buch, wo sich ein Student geht zu einem Gelehrten und die führen die ganze Zeit einen Dialog darüber, was sozusagen der Sinn des Lebens ist und was wir im Inneren tatsächlich möchten. Also brauchen wir Aufmerksamkeit, brauchen wir es von anderen gelobt zu werden und geliebt zu werden. Und wie funktioniert das Konzept? Hat mir sehr viel Spaß gemacht, definitiv ein 5-Sterne-Buch. Und dann habe ich auch endlich nach keine Ahnung wie vielen Jahren Dune, der Wüstenplanet, beendet. Ich habe das ja jetzt, ist ja ein Rehear, beziehungsweise also vor 20 Jahren habe ich das Buch gelesen. Damals fand ich es grandios, jetzt fand ich es extrem lang. Und gar nicht so viel Sci-Fi, außer dass es im Weltall, also na, nicht immer im Weltall, außer dass es auf einem andersartigen Planeten spielt, was ja eher Fantasy ist als Sci-Fi.
Ja, es ist im Allgemeinen eher Fantasy als Sci-Fi. Und sehr viel politisch und sehr viel Tell. Also auch die Politiker, wie die immer denken, was die anderen sagen und wie sie gehandelt haben und warum. Es hatte so seine Längen. Aber ich habe es gestern noch beendet beim Puzzeln. Das Puzzeln, muss ich mal gucken, ob ich euch das auch noch abfilme. Das ist von Ravensburger auch so eine Art Escape Room Puzzle. Dann puzzelt man etwas und findet dann am Ende etwas heraus und muss ein paar Aufgaben lösen. Ein Fall würde ich schon sagen, so ist es noch nicht. Aber ja, sehr cool. Und ansonsten sind wir gerade total im Fieber. Ich habe nämlich zum Geburtstag zwei Exit Games bekommen. Zum einen hier die Känguru-Eskapaden und dann noch der Tote im Orient Express. Das schauen wir uns aber wahrscheinlich erst nächstes Wochenende an. Und das haben mein Freund und ich am Montag gespielt. Also tatsächlich einen Tag bevor dieser Vlog angefangen hat. Nachdem ich meine Rohfassung beendet habe. So war das. Und jetzt das Wochenende am Samstag. Das habe ich auch zum Geburtstag bekommen. Hidden Games. Das ist ja so ein Umschlag mit total geilen Materialien. So, jetzt tut der andere Arm weh. Das ist, mit dem Vlog ist das so eine Sache. Ja, da hat man. Ich muss mal gucken, ob ich das, euch das abfilme. Ich kann euch nicht das ganze Material zeigen, A, weil ich nicht spoilern möchte und B, weil ich auf vieles schon was raufgeschrieben habe. Auf jeden Fall hat man da richtige Polizeiarbeit. Man hat so ein großes Poster, wo man, wo die Bilder der Verdächtigen drauf sind und wo man sich die ganze Zeit Stichpunkte machen kann. Und dann hat man Kreditkartennachweise, Chatverläufe in Ultraschallbild. Visitenkarte, Flyer, hast du nicht gesehen? Alles Mögliche an Krempel, Briefe, die zugestellt wurden an X und an Y. Und man muss ja ein Verbrechen klären. Hat uns extrem viel Spaß gemacht. Beziehungsweise am Samstag war bei uns Tag der offenen Tür. Super anstrengend. Und ja, dadurch war die Woche halt natürlich ein bisschen länger. Oh, ich habe nur noch 14% Akku. Ob wir das noch schaffen? Ich glaube schon. Ja. Und ja, wir sind total zerstört nach Hause gekommen. Ich habe meinen Spatz einmal mitgenommen, um ihm die Schule zu zeigen. Und dann war er zwischendurch einfach noch spazieren draußen in der weiten Flur. Und zum Mittagessen gab es bei uns Kaffee und Kuchen. Und ja, wie das so ist, wenn man sich mit Zucker zubombt, danach waren wir leidlich zerstört. Aber ich habe. Man soll einiges an Material sozusagen an eine Wand anbringen. Und die beste freie Wand, die ich habe, ist im Schlafzimmer. Und am Endeffekt lag mein Spatz auf dem Bett und ich habe quasi an der Wand halt das Zeug geklebt und geschrieben und gemerkt und ihm alles vorgelesen. War ein super Tag. War ein super Tag. Und ich habe es an dem Tag abends noch geschafft, zwei Kapitel zu korrigieren, was ich nicht eingeplant hatte. Also ich habe sozusagen einen Korrekturplan mir gemacht, weil ich ja bis diese Woche Sonntag fertig sein möchte, damit ich die ganzen 2 Wochen Winterferien nutzen kann für meinen Erwachsenenroman, ihn zu planen und angefangen zu schreiben, anzufangen, ihn zu schreiben. Und ja, ich bin jetzt voll im Plan mit den 9 Kapiteln. Heute will ich 3 schaffen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich heute am Montag einen freien Tag habe. Ich liebe es, ja, habe ich nicht immer. So, also nicht, dass ihr denkt, ich habe jeden Montag frei. Aber ich habe diese Woche frei und ich genieße dieses Privileg sehr. Und bin deswegen hier halt auf meiner Couch und werde gleich wieder meinen kleinen Schreiblaptop anschmeißen und mich ans Werk machen. Das Kapitel, was jetzt als nächstes auf mich wartet, ist leider kein schön zu korrigierendes Kapitel. Denn erstens weiß ich, ich habe bei der Rohfassung, da bin ich an einer Stelle nicht weitergekommen, da hatte ich eine bestimmte Szene im Kopf, die ich dort unterbringen möchte, also nur ein kleiner Dialog, aber ich habe es nicht geschafft, den ordentlich auszuformulieren und da habe ich erstmal Punkt, Punkt, Punkt gemacht, den muss ich noch schreiben. Und ich muss definitiv an der einen oder anderen Stelle etwas tun, um mehr Atmosphäre aus dieser Szene rauszuholen. Akku aufladen. Danke für den Hinweis. Jo, das erstmal soweit. 2 beendete Bücher, 9 korrigierte Kapitel, 2 coole Escape Games. Wir haben uns gleich noch ein paar neue bestellt, die bei Amazon im Angebot waren. Ich weiß nicht, ob das Gerät jetzt noch aufnimmt.
Wir sehen uns bald wieder. Hallo ihr Lieben, heute wieder in Gammeldress, zumindest noch. Im Laufe der nächsten halben Stunde werde ich mich nur umziehen. Aber ich dachte, ich mache es mir erstmal noch mit euch etwas gemütlich. Es sind Ferien, heute ist mittlerweile schon Dienstag. Ich habe die letzten 7 Tage nichts gefilmt, deswegen gab es auch am Wochenende kein Video von mir. Mir geht es zurzeit eigentlich mal wieder nicht so ganz gut. Weiß nicht, ob das jetzt wieder so eine depressive Episode ist oder ich quäle mich ein bisschen und ich muss mich auch ein bisschen vor die Kamera quälen. Aber ich dachte, ich tue mich ein bisschen schwer damit, A, diesen YouTube-Kanal nicht sterben zu lassen und B, zu reagieren, wenn ich nicht so in Stimmung bin, sozusagen. Und ich meine, ich rede ja gerne mit euch, aber ich fühle mich so mau. Ich könnte den ganzen Tag nur im Bett bleiben. Und das geht jetzt aber schon seit einer knappen Woche so. Ich habe mich die letzten Schultage noch in die Schule geschafft. Die Schulferien in Sachsen begannen jetzt an. Ich weiß gar nicht, was Samstag war. Der 10. oder so? Nee, heute ist der 11. Die erste Februarwoche war noch Schule und danach waren Ferien. So, bei uns. Genau. Und und ich habe dann die letzten Schultage tatsächlich nichts mehr gemacht, außer mich zur Schule zu schaffen und dann fast den ganzen Tag im Bett zu verbringen oder halt zur Therapie zu gehen. Ich habe ja mehrere Sitzungen die Woche und ansonsten ist bei mir nichts gelaufen. Ich habe Donnerstag und Freitag nicht in diesem wunderschönen Buch gelesen. Ich habe es aber am Wochenende beendet. Ich kann euch also gleich noch berichten, wie es mir gefallen hat. Und ich habe halt nicht das geschafft, was mich sicherlich auch noch ein bisschen mitnimmt, was ich mir jetzt vorgenommen hatte. Ich dachte, ja, Ferien, du hast dein erstes Buch fertig korrigiert. Und wir drucken das jetzt noch nach und nach 5-mal aus und binden es. Wir haben uns so eine kleine Bindemaschine gekauft und dann geht es an meine Testleser. Also insgesamt habe ich 6, aber der 6 ist mein Männle, der hat mal Sprachwissenschaft studiert und der hat mein Buch jetzt schon einmal völlig auseinandergenommen. Nee, nicht völlig auseinander. Also mein Plot ist okay, Dramaturgie und alles stimmt, aber Ausdruck, Satzbau und so, war noch ein bisschen was zu tun. Genau, das Ding ist also fertig und ich hatte mir vorgenommen, die Ferien, es sind die letzten größeren Ferien vor den Sommerferien. Wir haben halt noch eine Woche Osterferien in Sachsen, Pfingsten ist nur Pfingstmontag und es sind also die letzten größeren Ferien, wo ich mich wirklich hinsetzen und an diesem Buch arbeiten kann. Ja, ich habe ja keinen Urlaub sozusagen, sondern ich möchte halt noch mein zweites Buch schreiben, damit das Ganze dann an eine Agentur gesendet werden kann im Sommer, Herbst. Und bin natürlich irgendwo enttäuscht, dass ich da jetzt nicht so vorangekommen bin. Aber ich muss halt einsehen, dass es mir geistig gerade nicht so gut geht. Und ich am liebsten in meinem Bett mit Kuscheldecken kuscheln möchte und nebenbei mich ein bisschen flüchte in Geschichten. Und das muss ich aber akzeptieren. Also ich hatte schon genug Burnouts in meinem Leben, weil ich meine Depression ignoriert habe, um ein bisschen besser auf meinen Körper zu hören und zu sagen, okay, wenn du die Hälfte der Ferien im Bett bleiben möchtest, dann ist es verdammt nochmal so. Wenn das dafür sorgt, dass ich danach dann irgendwann wieder eine Hochphase, ein Aufstieg meiner Leistungsfähigkeit verzeichnen kann und es mir gut geht, dann muss das halt so sein. Aber es geht schwer in meinen Kopf rein, sozusagen langsamer zu machen und diese Ferien nicht so zu nutzen, wie ich es gerne tun würde. Aber kann man nichts machen. So, ich habe auf jeden Fall angefangen, in meinem nächsten Buch weiter zu plotten. Es wird ein Liebesroman. Mehr Details gibt es zu dem Buch nicht, weil ich immer nicht weiß, was darf man überhaupt verraten, wenn man es dann irgendwann noch verkaufen möchte. Ich liebe meine Protagonisten und ich liebe die ihre Eigenschaften und Eigenheiten und ihre Probleme, die sie mitbringen. Aber was ich halt noch brauche, ist ein vollständiger Plot für ein 400-Seiten-Buch sozusagen oder 80.000 Wörter, 80.000, 85.000.
Und da fehlt noch das eine oder andere. Ich habe jetzt, glaube ich, die ersten 10 Kapitel soweit geplant, aber es fehlen vielleicht noch 20. Muss ich gucken. Eigentlich noch keine so großen Erfahrungswerte, aber ich schätze etwa, wenn jedes Kapitel 2.000 bis 3.000 Wörter hat, dann brauche ich wohl 30. So. Naja, wir werden sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Zurzeit liegt es aber eben ein bisschen brach. Und neben mit Kuscheldecken kuscheln habe ich am Wochenende dieses Büchlein gelesen. Ich weiß gar nicht, ob die Leserunde heute oder morgen endet. Nee, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag. Ich habe am Donnerstag und Freitag nicht gelesen. Am Samstag habe ich 4 Abschnitte gelesen. Also ich glaube, um die 200 Seiten müssen das ja sein. Ich habe am Samstag den von Donnerstag, von Freitag, von Samstag und von Sonntag gelesen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du es aber mal weglegen. Und es hat mir aber auch Spaß gemacht. Ne? Also dafür, dass ich sonst nichts tun wollte, war das ein sehr toller Zeitvertreib. Und ich habe dann am Sonntag die Abschnitte von Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag gelesen. Ich habe wieder 4 gelesen. Also endet die Leserunde in 2 Tagen. Und war dann auch sehr zufrieden. Also es hat mir wirklich super Spaß gemacht. Und gestern bin ich immer noch nicht so richtig in die Gänge gekommen, was so meine andere Projekte angeht. Ich habe gestern auch nochmal 2 Bücher gelesen. Dazu erzähle ich euch dann aber im nächsten Vlog. Es war ein sehr gutes Buch und es war ein Mäh-Buch. Kann man nichts machen. So, genau. War also ein schönes Lesewochenende. Ansonsten war ich am Samstag 3 Stunden mit Pokémon Go spazieren. Dafür hat es noch gereicht. Weil mein Kopf entspannt dadurch und mein Körper war dadurch wohlig erschöpft und ich konnte dann auch gut schlafen, weil zurzeit schlafe ich auch schlecht. Also ja, ich bin immer noch dabei herauszufinden, was ich mir Gutes tun kann, wenn ich wieder in so einer Phase bin, wo es mir nicht so gut geht. Genau, und das war sozusagen jetzt noch die restliche Woche. Diesmal gab es, glaube ich, nicht so viele Schnipsel, weil ich halt ein bisschen... Ich bin kamerascheu, wenn es mir nicht gut geht. So, und das muss ich akzeptieren und ich glaube, das ist auch okay. Ihr werdet es okay finden. Ich kenne euch ja mittlerweile, aber ich hadere halt mit mir, weil ich keine Ahnung, wie viele Jahre meines Lebens immer auf Go, Go, Go funktionieren getrimmt war und mir jetzt irgendwie anzugewöhnen, du musst nicht auf Teufel komm raus funktionieren. Es ist und bleibt ein Prozess und diese Depression zu überwinden ist ein Prozess und meine ungünstige Kindheit zu überwinden ist ein Prozess und ich bin manchmal sehr ungeduldig, weil ich denke, oh, du hast jetzt Fortschritte gemacht und jetzt müsste alles wieder super funktionieren und so funktioniert es aber nicht. So, kann ich nicht ändern. So, ich glaube, Geduld zu lernen ist eine meiner größeren Entwicklungsaufgaben für den Rest meines Lebens und damit werde ich sicherlich noch viel Spaß machen. Hat mein Männer auch, der hat sehr viel Spaß mit mir, obwohl er zurzeit auch sehr viel Geduld und das eine oder andere mit mir haben muss, aber so ist es halt irgendwie. So, jetzt will ich nicht lange rumlabern, sonst erzähle ich wahrscheinlich immer nur dasselbe. Mir geht es nicht so ganz gut, ich versuche irgendwie wieder auf den Damm zu kommen und wir sehen uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss! By the way, ich habe vergessen, euch zu sagen, wie ich das Buch gefunden habe. Nicht schlecht, oder? Ich habe es gesuchtet und ja, es war super. Es war sogar noch dramatischer und actiongeladener und rasanter als der erste Band. Im ersten Band ging es ja um Ezra und Katie. Und in Gemina geht es um Nick und Hannah. Es spielt immer noch im selben Universum, immer noch im Weltraum. Und ich möchte nicht allzu viel spoilern, wer den ersten Band noch nicht kennt. Band 2 spielt dort, wo die Protagonisten aus Band 1 hinwollen. Und was kann ich noch sagen? Hannah und Nick haben ebenfalls mit Außeneinwirkungen zu kämpfen, um jetzt mal sehr schwammig zu bleiben. Es gibt eine parasitäre außerirdische Lebensform, erinnert ein bisschen an Alien, ist aber anders, aber auch ähnlich ekelhaft und
und gruselig und gemein. Und ja, und es wird gefühlt irgendwie vom ersten oder zweiten, also innerhalb von 20 Seiten ist die Handlung übelst schon rasant und im Gange. Und der Aufbau ist noch fetziger, fand ich, als der erste. Wobei der erste auch cool ist durch Aiden. Beziehungsweise durch Aidens Abschnitte und wie sie gestaltet sind, aber sehr, sehr, sehr fetzig und ich finde es sehr, sehr, sehr schade, dass der dritte Band nicht übersetzt wurde. Ich denke, wir werden uns in der Leserunde dann um Band 3 auf Englisch kümmern, wer auch immer dann noch dabei sein wird. Ich bin auch gespannt, wie gut ich einen Sci-Fi-Roman auf Englisch lesen kann. Ich habe lange kein Buch mehr auf Englisch gelesen. Also ich gucke viele Filme und Serien und auch YouTube-Videos auf Englisch, aber ein Buch habe ich tatsächlich lange nicht mehr gelesen. Mal gucken, wie wir uns entscheiden und auch wann wir lesen. Ich habe mich jetzt eigentlich erstmal gegen März entschieden, weil da auch die Buchmesse ist, sondern ich würde Band 3, glaube ich, gerne im April lesen. Ich frage dann mal noch meine Verbliebenen aus der Leserunde, was sie dazu sagen. So. Das war's zu meinem Country Reading, was ich irgendwie vergessen habe. Wir sehen uns jetzt wirklich im nächsten Video wieder. Bis dahin.